Ich möchte zuerst zum neuen Thema einige Zitate vorlesen, bevor ich unseren Referenten dann vorstelle. Es geht jetzt um die neue germanische neue Medizin. Ich lese ein Zitat über diese neue Medizin von deren Schöpfer, in dem Sinne, oder Entdecker besser gesagt, von Dr. Rike Hamer. Er sagt: Die germanische neue Medizin, wie sie jetzt heißt, die 1981 von mir entdeckt wurde, ist eine strenge Naturwissenschaft, die einzig nur 5 biologische Naturgesetze hat, mit denen man nunmehr jeden beliebigen Patientenfall streng naturwissenschaftlich reproduzieren kann. Es ist also keine Hypothese mehr, sagt er. Und dies wurde am 8. und 9. Dezember 1998 an der Universität Trnava in der Slowakei demonstriert und amtlich verifiziert. Diese Grundlage scheint mir wichtig, wenn wir heute über die neue germanische Medizin jetzt einen Vortrag hören. Wir unterscheiden also, dass hier der Entdecker dieser Medizin sagt, es handelt sich jetzt nicht um eine Hypothese, nicht eine Behauptung, die zuerst noch bewiesen werden müsste, sondern er hat an Hunderten oder Tausenden von Fällen hat er bewiesen, dass das, was er bringt an neuer Theorie, dass das 100% wissenschaftlich abgedeckt ist, in jedem Fall zutrifft und keine Ausnahmen kennt. Diese Grundlage scheint mir deshalb wichtig, weil wir auch hier wieder als Souverän uns fragen müssen, warum haben wir nie etwas davon gehört? Wir sind verantwortlich, über Dinge zu entscheiden. Warum hört man darüber nichts? Die Antwort auch hier einfach, weil es zensuriert wird. Obgleich diese Medizin, wie Dr. Hamer sagt, bei 30 Überprüfungen durch Ärzte und Professoren standgehalten und bestätigt wurde, sogar mit ihren Unterschriften, und eben wie vorher erwähnt, 1998 von einer Universität beglaubigt wurde, obgleich das so war, wurde das immer handfest zensuriert. So sehr zensuriert, dass Dr. Hamer dann schreibt, er sagt, und da muss man aufhorchen: Seit 24 Jahren werde ich gejagt, bedroht, verfolgt und bin nun zum zweiten Mal ins Gefängnis gesteckt worden, obwohl ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen, außer dass ich diese wunderbare neue Medizin mit ihren 5 biologischen Naturgesetzen, die es eigentlich schon seit Jahrmillionen gibt, sagt er, und die es immer geben wird, wiederentdeckt habe. Das ist mein ganzes Verbrechen. Also da muss ich einfach einführend zu unserem Referenten sagen, wenn das wahr ist, dass hier ohne großen finanziellen Aufwand, das kommt aus dem Vortrag hervor, dass ohne großen finanziellen Aufwand Millionen Menschen geholfen werden könnte, muss doch der Souverän wissen, was denn der Grund ist oder wer diese Menschen sind, die diese Millionen lieber sterben sehen würden, als dass man ihnen hilft. Was ist der Grund, warum man sich lieber hoch verschulden möchte, wie wir das in der ganzen Krankengeschichte mittlerweile kennen, dass keiner mehr weiß, wie bezahlt man noch die Krankheiten. Wer ist da interessiert, dass man lieber in hohen Verschuldungen steckt, dass die Menschen alle wie die Fliegen sterben, während da einer ist, der sagt, man kann ihnen auf ganz einfache Art wirksam helfen. Und bitte, das ist ein Wissenschaftler, ein Doktor, der das gesagt hat. Wer steckt dahinter, der das zensuriert? Wer steckt dahinter, der uns, dem Souverän, dem Volk, der Herrschaft, solche Dinge verschweigt und verdreht? Darüber möchte Herr Baumann sprechen aus der Schweiz. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Harald Baumann ist seit 1995 in Europa und in Übersee unterwegs mit dieser Botschaft. Er ist eigentlich einer der engsten Vertreter dieses Mannes, von dem wir jetzt gerade gehört haben. Er ist aber mit Vorrang in England, in Irland, Norwegen, in Schweden und so weiter, in der Schweiz heute wieder unterwegs. Und wir sind sehr gespannt, was Sie uns über diese 5 einfachen Grundgesetze sagen werden. Viel
Erfolg beim Sprechen. Vielen Dank für die netten Worte, Herr Sasek. Dankeschön. Ja, Herr Sasek hat schon ziemlich viel preisgegeben über diese germanische neue Medizin. Übrigens germanische neue Medizin deshalb, weil Dr. Hamer den Begriff neue Medizin nicht mehr weiter behalten konnte. Er musste diesen Begriff ändern, weil immer mehr und mehr verschiedene Gruppierungen sich dieses Begriffes bemächtigten. Und deshalb hat er sich dann entschieden, nachdem diese neue Medizin eben fast 22 oder 23 Jahre neue Medizin geheißen hat, sie jetzt germanische neue Medizin zu nennen. Nun, es freut mich ganz ausgesprochen, heute bei Ihnen sein zu dürfen, und ich möchte mal ganz kurz Publikum ein bisschen fühlen. Gibt es irgendwelche Teilnehmer aus Österreich? Ja, super. Gibt es Teilnehmer aus Deutschland? Ja, ganz fantastisch. Schauen Sie sich das mal an. Gibt es hier überhaupt noch Teilnehmer aus der Schweiz? Ah ja, trotzdem. Also die Ehre ist gerettet. Super. Ein Applaus für uns alle. Sehr verehrte Damen und Herren, Dankeschön. Ich nehme auch an, dass alle Deutsch verstehen, und dass es da keine Probleme gibt. Ich habe auch gehört, dass es eine Simultanübersetzung gibt. Nun, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Selbstdenker und Zustandsverbesserer, ich bin sehr dankbar und glücklich, Ihnen in der uns verbleibenden Zeit eine knappe Zusammenfassung der allerwichtigsten Pfeiler der germanischen neuen Medizin machen zu dürfen. Allerdings ist es so, dass ich nicht jeden Aspekt der germanischen neuen Medizin ansprechen kann, und ich muss Ihnen selbst viel Denkarbeit überlassen. Ich denke aber, dass das bei dieser Gruppe kein Problem darstellen dürfte. Ich bitte Sie an dieser Stelle auch, mir kein Wort zu glauben, sondern überprüfen Sie alles, was ich sage, mit Ihren ureigenen Erfahrungen und Ihrem ureigenen Wissen. Ich werde Ihnen ganz am Schluss des Vortrages das Geheimnis der bestmöglichen Gesundheit in einem Satz zusammenfassend erläutern. Und ich hoffe, dass dieses Angebot Sie anhalten wird, bis zum Schluss zu bleiben. Ist das so? Ich denke. Super. Nun, was ist die germanische neue Medizin oder eben diese neue Medizin nach Dr. Hamer? Die germanische neue Medizin ist ein Erkenntnissystem, das die gegenwärtige Auffassung von Krankheit und Gesundheit in ein gänzlich neues, heitereres und zuversichtlicheres Licht rückt und zu Schlussfolgerungen führt, die unser bisheriges Denken zum Teil regelrecht schockieren. Vieles von dem, was bisher als stimmig galt, stellt sich als unglaublicher Irrtum heraus. Die germanische neue Medizin ist zwar keine Therapieform, aber jede Therapie ohne Berücksichtigung der Erkenntnisse der germanischen neuen Medizin ist ein schwerwiegender Fehler und in vielen Fällen zum Scheitern verurteilt. Jede Ausübung eines medizinischen Berufes, aber auch anderer Berufe, die mit Menschen zu tun haben, ohne Kenntnisse der 5 Naturgesetze der germanischen Neumedizin, ist wie den Himalaya nur mit einem Regenschirm in Unterhose und Schlüpfern bezwingen zu wollen. Neu an der germanischen Medizin ist auch, dass das medizinische Wissen demokratisiert wird und der Patient das medizinische Tun an seinem Körper sehr wohl als richtig oder falsch erkennen und beurteilen kann. Die germanische neue Medizin gibt uns Antworten, erstens einmal zum genauen Auslöser der Erkrankung. Also weshalb habe ich zum Beispiel
Haarausfall, weshalb leide ich an einer Osteoporose, Herpes, Schnupfen, Erkältung, Blindheit, Hörsturz, Nierenleiden, alle Krebsformen, Hirntumoren, AIDS, Hautprobleme jeder Art, Herzinfarkt, Hirnschlag, MS, Tinnitus, alle Allergie- und Rheumaformen und alle Psychosen. Darüber gibt es heute eine ganz klare Ursache. Also wir können ganz genau aufsagen oder aufzeigen, warum jemand diese spezifische Krankheit produziert hat oder daran leidet. Das ist das Erste. Wir kennen den genauen Auslöser. Das Zweite ist, dass wir den genauen Verlauf dieses Programms, dieser Erkrankung, die wir nicht mehr Erkrankung nennen, sondern sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Natur. Wir kennen also den Verlauf und wir können voraussagen, wie diese Erkrankung in der Zukunft sich entwickeln wird. Kurz, die germanische Neue Medizin gibt Antwort zum Entstehungs- und Verlaufsmechanismus aller Erkrankungen und wir können zum ersten Mal wirklich ursächlich therapieren. Es gibt noch ein paar weitere wichtige Aspekte der germanischen Neumedizin. Sie selber werden natürlich noch viel, viel mehr entdecken am Ende des Vortrages. Sehr, sehr viele Fragen werden aufgeworfen werden, das werden Sie sehen. Also mit der germanischen Neumedizin brauchen wir nichts mehr zu glauben, sondern wir können es verstehen. Wir brauchen also nicht mehr an irgendwelche Hypothesen zu glauben in der Medizin. Auch erkennen wir, dass es kein bösartig und gutartig mehr gibt. Es ist ein absoluter Widersinn zu sagen, dass dieser Krebs bösartig oder gutartig sei, ob dieses Gewebe bös oder gutartig sei. Man verliert vor allen Dingen auch die Angst und die Panik vor Krankheiten. Und was das Allerbeste ist an der germanischen Neumedizin, wir können rechnen, wir können genau vorhersagen, wie sich die Krankheit entwickeln wird und wir können gezielt Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen. Sie sehen hier eigentlich das zentrale Schema der germanischen neuen Medizin. Darf ich mal fragen, gibt es Leute unter Ihnen, die schon mal was von der germanischen Neumedizin gehört haben? Ah, doch schon, super, ja, super. Also alle Leute haben gute Arbeit geleistet, fantastisch, fantastisch, es freut mich. Diese Leute haben natürlich dieses Schema schon mal gesehen. Ich von meiner Seite her kann es jetzt nicht, habe keinen direkten Blickkontakt, deshalb erlaube ich mir, diese Säule hier ein bisschen zurückzuziehen, wenn das geht. So, ist es für die Kamera noch gut so, wenn ich hier stehe? Ja? Also, dieses Schema wird Ihnen irgendwann mal im Kopf hängen bleiben, weil Sie können es mit konkreten Dingen verbinden. Schauen Sie sich diese horizontale Linie hier an, das ist die Zeitachse. Also Sie können sich vorstellen, das ist die Vergangenheit, und das ist die Zukunft. Und wir als Lebewesen bewegen uns, wenn wir gesund sind, in dieser Phase der Eutonie oder Normotonie. Das heißt, wir haben eine schön harmonisch geschwungene Linie. Wir sind nicht übermäßig gestresst den Tag durch und in der Nacht fallen wir auch nicht in ein Koma, sondern wir arbeiten, schlafen, erholen uns wieder, arbeiten wieder, schlafen und erholen uns wieder. Das ist der normale Tag-Nacht-Rhythmus. Sobald wir aber einen seelisch-biologischen Konflikt erleiden, ich werde Ihnen diesen Konflikt nachher noch genauer definieren, ein sogenanntes DHS, dann wird der gesamte Organismus aus dieser Normotonie herausgerissen. Weil jetzt habe ich ein Problem, ich habe einen Konflikt, ich habe einen Konflikt, der mich in meinem Überleben irgendwo behindert. Dann werde ich aus dieser Normotonie herausgerissen
Und ich komme in diese sympathikotone Phase. Sympathikotonie heißt eigentlich Konfliktaktivität, konfliktaktive Phase. Solange ich den Konflikt nicht lösen kann, bleibe ich hier in dieser Sympathikotonie oder Konfliktaktivität hängen. Und solange ich da drin bleibe, habe ich kalte Hände, kalte Füße, kein Hunger, Gewichtsabnahme und vor allen Dingen Zwangsdenken. Meine Gedanken drehen sich die ganze Zeit um den Konflikt, den ich zu lösen versuche oder der wichtig ist für mich gelöst zu werden. Ich werde Ihnen nachher noch ganz konkrete Beispiele geben. Und sobald der Konflikt gelöst wird, hier an diesem Punkt Konfliktolyse, das ist die Konfliktlösung des Konfliktes, kippt der Organismus genau in das Gegenteil. Das Zwangsdenken wird verschwinden. Wir sind nicht mehr im Zwangsdenken drin, weil der Konflikt, der jetzt gelöst ist oder ist gegenstandslos geworden. Wir sind erschöpft und müde, ja, in dieser Konfliktlösungsphase. Wir haben zum Teil Blutungen, Ausfluss und kriegen auch langsam aber sicher wieder Hunger. Und diese zweite Phase, die wir Reparaturphase nennen auch, Reparaturphase oder Heilphase, aber manchmal tönt das Wort Heilphase ziemlich ironisch, denn eine Heilphase kann manchmal ziemlich große Probleme bereiten, deshalb ziehe ich den Begriff Reparaturphase vor, haben wir hier in der Mitte was wir die epileptisch-epileptoide Krise nennen. Das ist der Höhepunkt der Heilphase. Das ist meistens der Schüttelfrost. Das kann ein Herzinfarkt sein. Das kann einfach generell die Heilkrise sein. Eine Heilkrise. Und sobald diese Heilkrise vorüber ist, geht der Organismus wieder in die Normotonie über. So, ich möchte Ihnen jetzt anhand eines einfachen Beispieles diese Zweiphasigkeit erklären. Also mal den Auslöser und diese Zweiphasigkeit. Denn jede Erkrankung läuft durch zwei markante Phasen. Wir nehmen einen Dickdarmkrebs. Einen Dickdarmkrebs hat als Konfliktinhalt immer einen unverdaulichen Ärger. Also wenn ich immer auf einen unverdaulichen Ärger auflaufe, dann produziere ich mit der Zeit im Dickdarm einen Krebs, ein zusätzliches Gewebswachstum. Der biologische Sinn davon ist, dass dieses Gewebe eben vermehrt Verdauungssäfte abgibt, um diesen imaginären Ärgerbrocken, denn in der Biologie, in der Natur ist Ärger wie ein Brocken, der verdaut werden muss, besser ausgeschieden werden kann. Vorgängig schauen wir uns noch dieses Schema an hier. Das ist ein stilisiertes Hirn mit dem Stammhirn, Kleinhirn und hier das Mesoderm und das Ektoderm. Diese Keimblätter, also diese Hirnteile, die regieren eigentlich unseren ganzen Körper. Es geschieht nichts in unserem Körper, ohne dass der Befehl nicht von unserem Hirn ausgeht. Wir können also keine Erkrankung produzieren, ohne dass das Hirn interveniert oder das steuert. Nun kann man diese Keimblätter oder diese Hirnteile in zwei große Gruppen einteilen. Also das Neuhirn und das Mesoderm, das sieht man hier nicht, sind hier unter dem Begriff Großhirn zusammengefasst. Und das Stammhirn und das Kleinhirn hier sind unter dem Begriff Althirn zusammengefasst. Der menschliche Körper besteht aus rund 200 verschiedenen Zellarten. Und diese Zellarten kann man einteilen in zwei große Gruppen. Und diese beiden großen Gruppen verhalten sich bei einem DHS, das heißt bei einem
seelisch-biologischen Konfliktereignis. Ich werde Ihnen die genaue Definition in einem Moment geben. Ganz unterschiedlich. Alle althirngesteuerten Organe werden gleich nach dem seelisch-biologischen Konfliktschock Zellvermehrung oder einen Tumor machen. Der biologische Sinn ist eben, das entsprechende Organ zu verstärken. Ich werde nachher noch über die Leber diesbezüglich weitere Informationen geben. Und die großhirngesteuerten Organe, die machen genau das Gegenteil, nämlich Zellschwund. Also bei einer Osteoporose zum Beispiel. Osteoporose, das ist ein Knochenabbau. Da haben wir als Konfliktinhalt immer einen Selbstwerteinbruch. Einen Selbstwerteinbruch. Wenn ich also einen unverdaulichen Ärger habe und die Kriterien des DHS erfüllt sind, dann mache ich einen althirngesteuerten Tumor im Darm. Und wenn ich einen Selbstwerteinbruch habe, dann mache ich Zellabbau in den Knochen. Ist das soweit klar? Ich denke. Ich spreche jetzt zuerst über den Dickdarmkrebs. Ich habe also einen unverdaulichen Ärger aufgrund irgendeines Ereignisses, etwas, das mir immer wieder Ärger macht, ich ärgere mich bis zum geht nicht mehr, dann baue ich hier Tumormasse auf. Und wenn dieser Konflikt vorbei ist, gelöst ist, dann kommt es zu einer sogenannten Konfliktolyse. Und das bewirkt, dass der Körper jetzt diese Zellen, die hier aufgebaut worden sind, hier wieder abbaut. Also das macht der Körper von selbst. Ja. Beim Knochenkrebs oder bei der Osteoporose wird ja normalerweise in der Schulmedizin nicht als Knochenkrebs bezeichnet, aber es ist die erste Phase eines Knochenkrebses. Haben wir folgende Situation, wir haben diesen Selbstwerteinbruch, wir haben als Zellschwund, gleichzeitig haben wir eine Anämie. Alle Leute, die eine Anämie haben, haben auch weniger Blut. Solange ich hier bleibe, baut sich der Knochen ab, baut sich ab, bis es zu einer Konfliktlösung kommt. Wenn es zur Konfliktlösung kommt, baut sich das Gewebe an der Stelle, wo es sich vorher abgebaut hat, überschießend wieder auf. Es baut sich überschießend wieder auf. Sie sehen also, dass wir quasi zweimal Wachstum haben, zweimal Wachstum. Einerseits haben wir Wachstum in der Sympathikotonie, in der konfliktaktiven Phase bei allen althirngesteuerten Organen und wir haben Zellwachstum in der Vagotonie bei allen großhirngesteuerten Organen. Es ist also nicht so, dass eine Krankheit einfach ein einphasiges Geschehen ist, sondern immer ein zweiphasiges. So, die Sympathikotonie, das habe ich bereits erwähnt, ist immer kalt. Das ist die sogenannte kalte Phase. Ich werde nochmals darauf eingehen in einem Moment. Und die Vagotonie ist die heiße Phase. Wir kommen zu diesem Auslöser einer jeden Erkrankung. Jede Erkrankung hat einen ganz bestimmten Auslöser. Und das nennen wir das DHS, das Dirk-Hamer-Syndrom. Wie kam es zur Entdeckung dieses Dirk-Hamer-Syndroms? Nun, der Sohn von Dr. Hamer, Dirk Hamer, war im Sommer 1978 auf einer Bootsfahrt und wollte eigentlich schon einen Tag früher aus dem Hafen auslaufen, in dem er sich befand. Aber wegen einer schlechten Wetterprognose hat er sich entschieden, noch eine Nacht länger da zu bleiben. Nun, in dieser Nacht ist es dazu gekommen, dass der damalige Erbprinz Victor Emmanuel von Savoyen, also der italienische Erbprinz, sich im gleichen Hafen befand und derart in eine Wut gerat.
er hatte Wut auf eine ganz spezielle Person, dass er sich ein Gewehr holte und versuchte, den entsprechenden Menschen zu erschießen. Das heißt, er schoss wild um sich im Hafen und traf natürlich den entsprechenden Menschen, den er treffen wollte, nicht, aber ein Schuss ging ins Schiff, in dem Dirk Hamer schlief. Es traf ihn etwa auf Hüfthöhe, der Schuss ging ihm durch den Oberkörper durch und der Dirk Hamer wurde praktisch klinisch tot ins Krankenhaus eingeliefert und musste sich nachher im Verlaufe von 4 Monaten 19 verschiedenen Operationen untersuchen. Unter anderem hatte er eine Beinamputation, eine Lungenentfernung und eben noch 17 weitere Operationen. Dirk überlebte dieses Geschehnis nicht und er starb in den Armen seines Vaters. Ja. Und dieser Schock, den Dr. Hamer damals erlebte, beschreibt Dr. Hamer als das schlimmste Erlebnis seines ganzen Lebens. Unmittelbar danach entwickelte Dr. Hamer einen Hodenkrebs. Und die histologische Untersuchung ergab, dass es sich um ein äußerst bösartiges Hodenteratom handelte. Hodenteratom ist eigentlich der frustrane Versuch, selbst ein Lebewesen zu produzieren. Deshalb findet man in diesen Teratomen manchmal Zahnrückstände, kleine Knochen, Haare und so weiter. Und Dr. Hamer hatte sich damals diesen Hoden operieren lassen, weil er ja von diesen 5 Naturgesetzen noch nichts wusste. Und er hat dann aber sich immer Gedanken gemacht zu der Ursache. Also wieso habe ich das gekriegt? Und er hatte sich damals entschlossen, dass wenn er wieder gesund werden würde, sich der Sache widmen würde und herausfinden wolle, warum er einen Hodenkrebs gekriegt hat und nicht irgendeinen anderen Krebs. Instinktiv brachte er allerdings seinen Hodenkrebs mit dem Erlebnis, mit dem Tod seines Sohnes in Verbindung. Und ein paar Jahre später, 1979, 80, 81, hatte er die Gelegenheit, zwar keine Hoden zu untersuchen, denn er wurde an einer gynäkologischen Anstalt, in einer gynäkologischen Abteilung der Universität München angestellt. Und da konnte er natürlich keine Hoden untersuchen, sondern er untersuchte eben kranke Frauen, die mit Eierstockzysten ins Krankenhaus kamen. Und er befragte alle diese Damen, was denn geschehen sei. Was war das schlimmste Ereignis, dass sie kurz vor der Entdeckung ihrer Eierstockzyste erlebt hatten? Und da sagte die eine Frau, das Schlimmste war, dass ich einen Spontanabort hatte. Eine andere Frau sagte, für mich war das schlimmste Ereignis, als mein Mann nach Hause kam, nachdem wir 4 Jahre versucht hatten, Kinder zu kriegen, und er mir sagte, ich bin jetzt gerade beim Arzt gewesen und er hat mir erklärt, dass ich nie Kinder haben werden könne. Eine andere Frau sagte, das schlimmste Ereignis sei gewesen, wie sie zusehen musste, wie ihr Lieblingshund unter ein Auto geriet und unter fürchterlichen Verletzungen dann elendiglich gestorben sei. Es waren also alles Ereignisse, in denen Personen andere Lebewesen verloren hatten. Und das deckte sich natürlich mit dem Erlebnis Dr. Hamers. Und da hat er zum ersten Mal die erste Ursache für Hodenkrebs und Eierstockzysten definiert. Und die lautet, es kann nur Hodenkrebs und Eierstockzyste geben bei einem Verlustkonflikt eines geliebten Menschen oder Tieres durch Tod oder Weggang. Also Hodenkrebs und Eierstockzysten gibt es nur durch
einen Verlustkonflikt eines geliebten Menschen oder Tieres durch Tod oder Weggang. Ja, und Dr. Hamer hat sich dann an dieser Definition festgehalten, hat weitergeforscht, hat tausende von Patienten und Patientinnen untersucht und das stimmte jedes Mal. Er hat sich natürlich sofort auch den anderen Erkrankungen zugewendet, denn als er sah, dass es ja ein Erlebnis war, also quasi ein psychischer Konflikt, der zur Krankheit kam, der zur Krankheit führte, entschied er sich eben auch den anderen Krankheiten zu widmen. Und heute hat er diese Tabelle, die Sie da hinten, ganz hinten am Eingang dieser Halle sehen, die da hinten aufgehängt ist, erstellt und die enthält sämtliche Ursachen praktisch aller physischen Erkrankungen. Nun, das DHS also, so hat es Dr. Hamer im Laufe der Zeit dann definiert, ist immer schockartig. Es ist ein Schock, es ist etwas, das aus heiterem Himmel einem trifft, man hat es nicht erwartet. Dann muss es dramatisch und traumatisch sein. Und drittens, es wirkt isolativ, also man getraut sich nicht darüber zu reden, man hat nicht die richtige Person, die man ansprechen kann und es löst absolute Hilflosigkeit aus. Es hat einen Arzt gegeben in Frankreich, das war der Henri Laborit, der hat eine ähnliche Definition gehabt. Und er sagte einfach, dass es l'incapacité d'agir sei, die zu einer Krankheit führe. Aber das war schon vor vielen, vielen Jahren. Diese Definition, die Sie hier haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie sicher sein, ist die richtige. Ich arbeite, wie gesagt, seit 1995 mit dieser germanischen neuen Medizin und mit ihren Prinzipien. Und es ist mir noch in keinem einzigen Fall vorgekommen, dass diese Definition des DHS nicht zugetroffen hätte. Gut. Noch ganz kurz zu den Assoziationen. Ein DHS, wenn also ein seelisch-biologischer Konflikt einschlägt, dann merkt sich der Körper alles, was im Moment des DHS zugegen ist. Also ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mitgebracht, aber ich werde nicht auf alle eingehen können. Nehmen wir zum Beispiel... nehmen wir zum Beispiel einen Überfall auf eine Frau in einer Tiefgarage. Stellen Sie sich vor, dass eine Frau in einem Büro arbeitet und sie muss jetzt eines Abends länger arbeiten, weil sie eben noch etwas nachholen muss und sie arbeitet mit ihrem Arbeitgeber zusammen im gleichen Büro. Sie haben sich eine Pizza bestellt. Diese Pizza wird gebracht und da hat es Oliven drauf, da hat es Zwiebeln und so weiter, Käse natürlich drauf. Und die essen einen Teil davon und plötzlich schaut die Frau auf ihre Uhr und denkt, mein Gott, ich muss weg, es ist ja schon so spät. Und sie nimmt noch ihre Pizza mit, geht dann in den Fahrstuhl, fährt in die Tiefgarage, dort kommt sie aus der Tiefgarage heraus, nimmt noch einen Biss von dieser Pizza, hat ein bisschen Olive drauf und Zwiebeln und geht zu ihrem Wagen, legt die Pizza auf das Dach, sucht nach ihrem Autoschlüssel und in dem Moment, wo sie das Auto aufschließen will, wird sie von hinten brutal angefallen und niedergeschlagen und überfallen und ausgeraubt. Das ist ein biologischer Konflikt. Ja. Es ist also ein riesiger Konflikt, den sie da hat. In dem Moment, wo das passiert, macht der Körper eine Blitzfoto von der Situation, von dieser konfliktiven Situation. Da wird alles registriert, also die Luminosität, Gerüche, Dieselgeruch, Benzingeruch. Da wird auch allenfalls ein Hund, der noch bellt, registriert. Der Körper merkt sich also quasi alles, damit er in einer zukünftigen Situation frühzeitig gewarnt wird von dem, was auf sie zukommt. Sollte einem Hund irgend so etwas passieren, sollte ein Hund in einer Tiefgarage einen schweren elektrischen Schlag kriegen, dann würde man diesen Hund nicht mehr in diese Tiefgarage reinbringen. Ja? Weil der merkt sich das auch, weil er denkt, Achtung, Tiefgarage, gleich elektrischer Schlag. Und genauso verhält sich das auch bei Menschen.
Der Mensch merkt sich also alles, was im Moment des DHS zugegen war. Das sind die sogenannten Schienen. So, das DHS ist also immer ein allerschwerster, hochakut dramatischer und isolativer konfliktereignis Schock, der das Individuum völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist etwas, das man nicht erwartet hat und das sehr, sehr schmerzt. Und vor DHS kann man sich eben nicht schützen. Ebenso kann man sich nicht vor Rezidiven schützen. Wenn also die Frau, die in der Tiefgarage überfallen wurde, wieder eine Olive in den Mund nimmt, dann wird das ganze Programm wieder in Gang gesetzt. Das ganze Programm, das ganze Krankheitsprogramm wird wieder in Gang gesetzt. Und so gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, von einer Präventivmedizin sprechen zu können. Und daher gibt es auch kein Immunsystem. Noch kein Forscher in dieser Welt hat es fertiggebracht, das Immunsystem aufzuzeigen. Man spricht zwar immer wieder von T4-Killerzellen oder quasi von einer freundlichen Armee, die sich gegen eine böse Armee stellt, aber wir wissen heute, dass das Immunsystem sich eigentlich nur im Kopf befindet. Entweder man ist glücklich oder man ist eben in einem Konflikt. Metastasen sind auch sogenannte Zweitkonflikte. Metastasen, die man bis anhin angenommen hat, würden aufgrund einer sich selbstständig gemachten Zelle im Körper bewegen und dort wieder etwas Neues verursachen, gibt es auch nicht. Es sind also immer wieder neue Konflikte, die zu einer Veränderung im Körper führen. Nun, man hat natürlich in der Schulmedizin festgestellt, dass es oft vorkommt, dass wenn jemand an einem Dickdarmkrebs leidet, dass es dann eben auch zu einem Leberkrebs kommt. Das stimmt. Dickdarmkrebs, haben wir ja gehört, entsteht immer aufgrund eines unverdaulichen Konfliktes, eines unverdaulichen Ärgers. Man kann ihn nicht verdauen, er kommt immer wieder. Und wenn das der Patient jetzt erfährt, dass er einen Dickdarmkrebs hat, dann macht er assoziativ quasi den nächsten Schritt zum Leberkrebs, weil Leberkrebs, den parenchymalen Leberkrebs, also die Leberschwellung, die kann man nur kriegen, wenn man einen sogenannten Verhungerungskonflikt hat. So, ich werde das Ganze, was Sie jetzt mal nur ganz, ganz flüchtig gesehen haben oder erklärt gekriegt haben, nochmals weiter im Detail erklären. Sie sehen hier diese Zweiphasigkeit. Jede Erkrankung, die es gibt, verläuft immer durch diese zwei Phasen. Das DHS ist der Auslöser. Also dieser allerschwerste, hochakut dramatische und isolative Konfliktereignisschock, der einem völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Und in dieser ersten Phase verfallen wir unverzüglich ins Zwangsdenken. Also das Problem dreht einem die ganze Zeit im Kopf herum. Man wälzt es. Man versucht es auf alle möglichen Arten eben zu lösen, dieses Problem. Man hat kalte Extremitäten, also kalte Hände, kalte Füße. Es kommt sofort zu einem Appetitverlust und damit natürlich auch zu einem Gewichtsverlust. Ich habe Leute gekannt, die einen Revierkonflikt hatten. Also Revierkonflikt, das ist zum Beispiel, wenn ein Geschäft nicht mehr richtig läuft und es gibt eine Möglichkeit, dass man das Geschäft verliert, respektive dass das unfreundlich übernommen wird, dann kann der Besitzer einen Revierkonflikt kriegen, weil er das Geschäft eben behalten möchte. Wenn er einen solchen Revierkonflikt hat, dann führt das auch zu riesigen oder kann zu großen Gewichtsverlusten führen. Ich habe schon Männer gesehen, die haben bis zu 30 Kilo in 2 Monaten verloren. Ja, das ist also alles möglich. Also wir haben Gewichtsverlust. Dann werden wir bei den althirngesteuerten Organen eine Zellvermehrung haben. Ja, also es wächst etwas. Und die Großhirnorgane, die werden einen Zellabbau oder Funktionsausfall machen. Funktionsausfall, wie zum Beispiel bei MS,
MS hat als Konfliktinhalt immer einen Konflikt des weder Ein- noch Auswissens, einen Konflikt des Nicht-Entfliehen-Könnens, einen Konflikt des Nicht-Mithalten-Könnens oder einen Konflikt des Nicht-Abwehren-Könnens. Das ist der Konfliktinhalt, der immer zu MS führt. Und Diabetes ist ja auch ein Funktionsausfall. Da befinden wir uns in einer Situation des Ekels. Wenn ich also einen Ekelkonflikt habe, wenn ich mich vor etwas riesig ekle oder Angst habe, dann entwickle ich automatisch eben einen Diabetes oder wenn ich mich gegen etwas sträube, also Angst, Ekel oder Sträubenskonflikt. Gut, diese erste Phase ist die Kämpfe-, Flüchte- oder Erstarre-Phase. Also in dieser Phase sind wir kalt. Sobald aber der Konflikt gelöst ist, wenn ich also eine Lösung finde oder der Konflikt gegenstandslos wird, dann kippt der ganze Organismus in die heiße Phase, in die Vagotonie. Von dem Moment ab habe ich eine große psychische Erleichterung. Das Zwangsdenken ist wie weggeblasen, weil denn der Konflikt ist ja weg. Und ich werde sofort warme bis heiße Extremitäten kriegen. Ich werde also Fieber entwickeln, Ausfluss, Schmerzen, alle Schmerzen praktisch. Praktisch alle Schmerzen oder mindestens der allergrößte Teil aller Schmerzen findet man immer in dieser zweiten Phase, in dieser heißen Reparaturphase. Ich leide also an Erschöpfung. Da gibt es auch Personen, die können während 2-3 Wochen, 2-3 Monaten nicht mehr aufstehen. Die sind derart erschöpft, haben eine derart große Konfliktmasse hier aufgebaut, dass eben in der Vagotonie es mehr Zeit braucht, um sich wieder von dieser ganzen Sache zu erholen. Es kommt dann aber zu wachsendem Appetit und zu einer Gewichtszunahme. Hier machen die Althirnorgane im Gegensatz zur ersten Phase, wo sie Zellvermehrung machten, einen Zellabbau. Also so kann der Dickdarmkrebs wieder total verschwinden. Ja, Dickdarm- oder Dünndarmkrebs oder auch eine Blinddarmentzündung. Blinddarmentzündung hat als Konfliktinhalt immer einen unverdaulichen, hässlichen Scheißkonflikt. Einen unverdaulichen, hässlichen Scheißkonflikt. Zum Beispiel, wenn ein Kleinkind sieht, wie Mami und Papi sich streiten. Ja, sie streiten sich und das Kind hat Mami gern und hat Papi gern und möchte, dass das aufhört, aber das ist so etwas Hässliches von einem Kampf, von einem Streit, dass es diesen Streit eben verdauen muss und das geschieht dann eben über den Blinddarm. Bitte, sehr verehrte Damen und Herren, diese Beispiele, die ich Ihnen hier gebe, das sind ein Beispiel, aber es gibt tausende Beispiele für Blinddarm. Entzündung, das wäre dann schon die Heilphase. Es gibt noch viele verschiedene unverdauliche Scheißärger. So, die Großhirnorgane machen in dieser zweiten Phase auch wieder das Gegenteil von dem, was in der ersten Phase sich abgespielt hat, nämlich in der ersten Phase haben wir Zellabbau, also weniger an Gewebe wie Muskelschwund, Nierenschwund, Knochenschwund etc. Und in der zweiten Phase kommt es wieder zum Zellaufbau, zu einem meistens überschießenden Zellaufbau und zur Funktionsnormalisierung. Also bei MS, wenn ich also hier Lähmungserscheinungen hatte, ja, ich zog plötzlich das Bein hinter mir her oder konnte einen Arm nicht mehr richtig heben, dann wird sich das hier in der zweiten Phase zum Teil noch verschlechtern, vor allen Dingen in der epileptisch-epileptoiden Krise, aber nachher kommt es zu einer Funktionsnormalisierung. Also auch MS ist absolut heilbar. So, diese Hamerschen Herde, das heißt, diese Konflikte, die kann man auch im Hirn
sehen. Wenn ich also einen seelisch-biologischen Konflikt erlebt habe, dann schlägt sich das immer auf den drei Ebenen der Psyche, des Gehirns und des Organs nieder. Also auf der psychischen Ebene haben wir das Zwangsdenken, auf der organischen Ebene haben wir eben ein Zellwachstum oder Zellabbau, ja, und nach der Konfliktolyse das Gegenteil davon. Und auf der Hirnebene können wir diese Konflikte auch fotografieren und entdecken. Nun, diese Aufnahmen, Bildaufnahmen, macht man schichtweise, so wie hier. Ja. Also wie in Salami macht man da Schichten, und auf diesen Schichten kann man dann gewisse Strukturen erkennen. Ich zeige Ihnen hier zwei riesige Hamersche Herde. Sie sehen hier einen Hamerschen Herd. Können Sie das sehen oder nicht? Einen riesigen Hamerschen Herd, der ist frisch, der ist also immer noch in Konfliktaktivität. Sie sehen, es sieht aus wie eine Schießscheibe. Man sieht es hier vielleicht nicht so gut wie sonst, aber Sie können es trotzdem sehen, oder? Ja. Hier kommt es quasi zu einem Zerreißen der Nervenendigungen, respektive die Synapsen, die werden geöffnet, und von da an findet eine Neuverkabelung statt, die dann besser geeignet ist für das weitere Überleben dieses Individuums, für das weitere Leben. Ja. Und sobald der Konflikt gelöst wird, wird hier an dieser Stelle die Synapse, die zerrissenen Synapsen werden wieder zusammengeführt, und das führt dann zu einer Vernarbung, wie wir es hier sehen. Sie sehen hier diese Vernarbung, diese Struktur, das ist die Reparatur eines sogenannten Hamerschen Herdes. Sieht man gar nichts? Doch. Sie sehen hier zwei Schwänzchen von kleinen Schweinen. Das eine schaut nach rechts, das eine nach links. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gesehen. Ja. Hier, was ich damit eigentlich sagen möchte oder zeigen möchte, ist, dass jedes Individuum, jeder Mensch eben jedes Individuum wirklich ein Individuum ist. Es gibt keine zwei Menschen, die gleich sind. Keine zwei Menschen sind gleich. Es ist genauso wie es keine zwei Schneeflocken gibt, die gleich sind. Und wir sind alle unterschiedlich. Wir unterscheiden uns nicht nur durch Mann und Frau, sondern auch noch durch viele weitere Merkmale. Und eines dieser Merkmale, die wir in der neuen Medizin auch noch brauchen, bevor wir dann wirklich in die Beispiele reingehen, ist zu wissen, welche Händigkeit man ist. Darf ich Sie bitten, vielleicht einfach einmal in die Hände zu klatschen? Nur einmal, und behalten Sie die Hände so. Also, behalten Sie die Hände so. Und jetzt merken Sie, dass entweder die rechte Hand oder die linke Hand oben ist, oder die rechte Hand, der Daumen von der rechten Hand ist leicht hinter dem Daumen der linken Hand. Wenn das der Fall ist, dann sind Sie ein biologischer Rechtshänder. Wenn es umgekehrt ist, dann sind Sie ein biologischer Linkshänder. Nun, ich höre schon all die Reklamationen. Die einen werden sagen, nein, das stimmt nicht, ich schreibe rechts und so weiter und so fort. Bitte, es ist keine Schande, Rechts- oder Linkshänder zu sein. Ja? Aber es ist sehr, sehr wichtig in der Diagnose, in der germanischen neuen Medizin. Man muss also wissen, ob ich rechts- oder linkshändig klatsche. Weiß jeder, wie er klatscht? Ja? Also ich kann so klatschen. Ja, das ist das Normale, da bin ich Rechtshänder, aber ich kann auch umgekehrt klatschen, aber das geht irgendwie nicht so richtig. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Ich kann schon, aber es ist nicht das Gleiche. Das, was entscheidend ist, ist, wie es leicht von sich geht. Gut, also, Sie wissen jetzt, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Wenn nicht, dann können Sie nachher vielleicht an den Stand, da ganz am Ende, kommen und da noch fragen, was sie sind. Wir werden Ihnen das gerne erklären.
Die Händigkeit ist in dem Sinne sehr wichtig, wenn wir gewisse Dinge diagnostizieren wollen. Ich komme jetzt zu einer der häufigsten Erkrankungen, die es überhaupt gibt. Das ist die Erkrankung der weiblichen Brust. Und wir haben hier ein Schema mal von der Brust, das können Sie erkennen. Ja. Und zweitens sehen wir hier im oberen Bild sehen wir die Milchdrüsen. Das sind die Milchdrüsen. Die Milchdrüsen sind die Drüsen, in denen eben die Muttermilch produziert wird. Ja. Und im unteren Schema sehen wir die Milchgänge hier. Das sind die Milchgänge. Durch die Milchgänge fließt die Milch bis zur Brustwarze und dann kann das Kind eben hier sich laben. Nun, wir kennen in der neuen Medizin für eine Veränderung in der Brust, oft nennt man das eben Brustkrebs und macht damit unnötig Angst. Angst ist der größte Gegner der Gesundheit. Wenn wir eine Vergrößerung der Milchdrüsen haben, ein sogenanntes adenoides Mammacea, adenoid, das heißt einfach Milchdrüsen, die vom Altern aus gesteuert werden, dann braucht es immer den Sorge- oder Streitkonflikt. Einen Sorge- oder Streitkonflikt. Also ich habe zum Beispiel Sorgen mit meinem Ehemann, weil er fast Konkurs macht, ich sehe, wie er daran leidet und ich mache mich um ihn Sorgen, dann wird eine rechtshändig klatschende Frau in ihrer rechten Brust einen Milchdrüsentumor entwickeln, sofern das DHS erfüllt ist, sofern die Bedingung des DHS erfüllt ist. Also es muss sich um einen allerschwersten, hochakut dramatischen, isolativen und völlig überraschenden Konflikt handeln. Die Milchdrüsen werden sich vermehren, weil sie jetzt eben einen Sorge- oder einen Streitkonflikt hat. Sie wird den Brustkrebs, diese Frau wird den Brustkrebs in der rechten Brust kriegen, wenn sie rechtshändig klatscht, weil das ist die Seite für den Partner. Sollte diese Frau aber einen Sorge- oder Streitkonflikt mit ihrer Tochter haben oder mit ihrer eigenen Mutter, dann wird sie einen Brustkrebs links entwickeln. Ja? Also die ganze neue Medizin ist sehr, sehr präzise, wie Sie noch weiter sehen werden. Dieser Sorge- und Streitkonflikt wird, solange er andauert, eben diese Zellvermehrung hier unterstützen. Und erst wenn dieser Sorge- oder Streitkonflikt vorbei ist, kommt es zu einem Stopp, sofortigen Stopp, und diese Zellen werden dann in der zweiten Phase wieder abgebaut. Das tönt jetzt vielleicht sehr simplistisch, ist aber so, das hat Dr. Hamer x-tausendfach überprüft. Wir haben das auch selbst einige hundertmal überprüfen dürfen und haben das auch gesehen, wie das funktioniert. Das ist mal die erste Art, wie wir in der Brust erkranken können. Wenn wir ein duktales Mammacea haben, also eine Erkrankung der Milchgänge, wie Sie hier sehen, hier unten, dann ist der Konflikt immer ein Trennungskonflikt. Aber im Sinne von, der Partner hat sich mir von der Brust gerissen oder ist mir von der Brust gerissen worden. Ja. Und auf der anderen Seite, die eigene Mutter oder das eigene Kind hat sich mir oder ist mir von der Brust gerissen. Also ich krieg diese Lebewesen nicht mehr richtig an meine Brust heran. Dann kommt es hier zu einem Abbau. Sie mögen sich erinnern, ja, alle althirngesteuerten Organe bauen zuerst auf und nachher ab und alle großhirngesteuerten Organe, die bauen zuerst ab. Ja, die bauen zuerst ab. Die bauen also hier Zellen ab, der Durchmesser der Milchgänge wird größer werden. Manchmal kommt es auch zu Flüssigkeitsverlust in der Brust, also das läuft plötzlich und die Brustwarze zieht sich wie ein. Und wenn dieser Trennungskonflikt vorbei ist, wenn also diese Person ihren Konflikt lösen kann, dann
wird sich das Gewebe hier in den Milchgängen wieder neu aufbauen. Manchmal derart, dass es eben zu Verstopfungen kommen kann und dann schwillt die ganze Brust auf. Was man da auf alle Fälle nicht tun darf, ist irgendwie reinstechen, sondern einfach schauen, dass die Flüssigkeit irgendwie rausgedrückt werden kann. Das schmerzt zwar etwas, aber das macht man bei allen Ziegen und Kühen und Schafen so, wenn die das gleiche Phänomen haben, weil diese fünf Naturgesetze, die sind anwendbar auf Mensch, Tier und Pflanze. Ja, ganz genau gleich, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Also diese Brust kann anschwellen, es kommt natürlich immer auf die Konfliktmasse und auf die Intensität des Konfliktes drauf an und wird nach einer gewissen Zeit dann wieder zurückgehen. Ja? Aber es wird immer ein Rest an überschießendem Zellgewebe da bleiben. Es werden dann sogenannte wie Knoten entstehen und das nennt man dann eine Mastopathie. Und diese Mastopathie kann man eigentlich, verspürt man wie einen großen Knoten, den man auch hin und her schieben kann. Ist allerdings weiter nicht gefährlich. Das Gefährlichste am Brustkrebs ist immer die Angst und die Panik. Das ist das Entscheidende. Und in vielen Fällen eben auch die Behandlung. So, diese Brustkrebse kann man auch in einem Computertomogramm sehen, darstellen. Sie sehen hier die Brüste einer Frau. Die ist einfach in einen CT-Apparat hineingelegen und man sieht hier, da in weiß, den Knoten und hier den Knoten. Das ist jetzt eine Frau, die beides gehabt hat, die hat also einen Sorge- und Streitkonflikt gehabt einerseits, aber auch einen Trennungskonflikt. Es ist ja so, dass man nicht nur Fußschweiß und Karies nicht nur Fußschweiß haben kann, sondern dass man gleichzeitig auch noch Fußschweiß und Karies haben kann und vielleicht noch blind auf einem Auge oder was weiß ich. Ja. So ergibt sich eben ein Bild, das von Lebewesen zu Lebewesen völlig unterschiedlich ist. Es gibt keine zwei Krankheitsbilder, die genau gleich sind. Im Kopf kann man auch sehen, an was die entsprechende Frau leidet. Sie sehen hier, wo dieser kleine gelbe Pfeil ist, so einen kleinen runden Punkt hier. Das ist das Relais für die Milchdrüsen im Hirn. Wie gesagt, jedes einzelne Organ wird vom Hirn ausgesteuert. Und hier haben wir die Milchdrüsen, das Relais für die Milchdrüsen, von hier aus wird das gesteuert und das ist die rechte Seite, also wenn wir jetzt vom Kopf hinabschauen, so oben in den Kopf schauen, hier haben wir die Augen, ja, das sind die Augenhöhlen hier, die Nase, die wäre hier vorne, dann sehen wir hier im Althirn, hier diesen Punkt und dann wissen wir sofort, aha, diese Frau hat ein Geschehen in der linken Brust. Wenn sie Rechtshänderin ist, muss sie also einen Sorge- oder Streitkonflikt mit der eigenen Mutter oder den eigenen Kindern haben. Ja, das ist immer so. Selbst wenn die Person sagt, nein, das stimmt nicht, dann muss man nur richtig nachfragen, dann wird es herauskommen. Wir haben eben dieses Problem der Isolation. Es gibt sehr viele Patienten, die haben Hemmungen, darüber zu sprechen. Es wirkt ja isolativ, ja? Ein DHS wirkt isolativ, man schämt sich darüber zu sprechen, man will nicht darüber sprechen, aber die neue Medizin irrt sich nie, stimmt immer. So, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, um dieses DHS, die Zweiphasigkeit und so weiter anzuschauen. Wir haben hier eine stilisierte Leber, Sie sehen hier, das sind die Umrisse der Leber mit den entsprechenden Lebergängen und der Gallenblase. Jetzt, damit sich diese Gallengänge hier
diese Lebergänge und Gallengänge sich verändern können, brauchen wir immer einen sogenannten Revierärger. Ja? Einen Revierärger. Wir kennen ja schon im Volksmund den Ausspruch vor Ärger Gift und Galle spucken. Ja, man ärgert sich. Oder jemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen. Da ärgert man sich ja auch. Und ein Revierärger kann sein, wenn zum Beispiel eine Tochter unverhofft einen übelriechenden oder schlecht angezogenen Mitschüler zum Essen mitbringt und einfach mal fragt, du Mami, darf ich den heute mitbringen? Weißt du, der kann nicht nach Hause, darf ich den hier behalten? Und ja, widerwillig sagt sie, ja, okay, das kannst du. Das reißt dann aber ein und plötzlich eines Morgens an einem Wochenende steht sie auf, möchte auf die Toilette gehen und sieht, dass der gerade zur Toilette rauskommt. Ja, die Tochter hat ihn einfach so eingeladen, die Mutter wusste nichts davon und wie sie sah, dass der da aus der Toilette kam, war das für sie ein Revierärger. Ja, das ärgerte sie ganz ungemein, mochte aber trotzdem nichts sagen, denn sie wollte ein gutes Verhältnis mit ihrer Tochter beibehalten. Ja, das ist wieder dieser isolative Aspekt. Also man hat einen Revierärger. Sobald wir diesen Revierärger haben, haben wir einen Abbau dieser großhirngesteuerten Zellen. Ja, das ist ja rot, das sehen Sie, die sind großhirngesteuert. Die bauen jetzt also ab. Es wird größer, der Durchmesser wird größer, größer, größer. Der biologische Sinn, weil jede Erkrankung hat immer einen ganz klaren, definierten biologischen Sinn, ist, mehr Verdauungssäfte fließen zu lassen, weil sie hat ja jetzt einen Ärger und Ärger ist biologisch gesehen wie ein Brocken. Also, in der ersten Phase haben wir Erweiterung der Gallen- und Lebergänge. Das ist mäßig schmerzend, eben mir ist eine Laus über die Leber gekrochen und wir haben allenfalls leichte Koliken. Und der biologische Sinn ist eben, einen besseren Fluss von den Verdauungssäften sicherzustellen. So, der Körper versucht also einfach, noch besser überleben zu können. Ja, er reagiert immer auf der Ebene der Psyche, des Gehirns und des Organs auf eine gegebene Situation. Wenn sich jetzt diese Situation ändert, also wenn die Mutter jetzt ein ernstes Gespräch mit der Tochter hat und sagt, du, den bringst du nie mehr hierher und die Tochter verspricht das, dann ist die Sache ja wieder in Ordnung. Dann hat sie ihren Revierärger gelöst, wobei eben Revierärger gibt es Tausende. Und sie wird sofort mit dem Wort ihrer Tochter oder wenn sie überzeugt ist, dass so etwas nicht mehr vorkommt, wird sie die Innenseite der Gallengänge wieder aufbauen. Das heißt, die Zellen, die vorher weggegangen, die abgebaut worden sind, bauen sich wieder auf und das kann zu Verstopfungen führen, zum Teil zu Verstopfung führen. Und diese Verstopfung, weil wir einen erhöhten Stoffwechsel haben, schwillt das alles an, zusätzlich kommen noch die neuen Zellen hinzu, kann es zu einer Verstopfung kommen, zu einem Rückstau von Gallensaft. Und das führt dann eben dazu, dass ich braunen Urin habe, an einer Hepatitis oder Gelbsucht leide und hellgelb verfärbten Stuhl habe. Wir sehen das sehr oft bei Neugeborenen. Ja, praktisch die meisten Neugeborenen heute haben eine Hepatitis oder eine Gelbsucht, gleich nach der Geburt. Das kommt daher, dass man eben sehr viel am Bauch rumgefummelt hat bei der Mutter, sei das jetzt mit irgendwelchen Biopsien, dass man die Biopsien gemacht hat oder dass man einen Ultraschall gemacht hat. Es geht einfach darum, dass zu viel rumgefummelt wird. Es ist heute tatsächlich so, dass bei einer schwangeren Frau der Ultraschallstab in die Scheide sogar reingeschoben wird von unten und dann verwundern sich alle Ärzte, dass das Kind nicht normal geboren werden will. Das Kind will nicht da raus, da draußen, nein, da passt es mir überhaupt nicht, da komme ich nicht raus, da bleibe ich drin. Und bei diesen Ultraschalluntersuchungen
sollte man darauf achten, dass möglichst wenig oder noch besser gar keine gemacht werden. Ich kann Ihnen natürlich nicht vorschreiben, was Sie zu tun haben, das muss jeder selbst wissen, aber wir von der germanischen Neuen Medizin, wir wissen, dass es sehr, sehr schlecht ist, Ultraschall am Kind, das noch in der Gebärmutter drin ist, zu machen. So, das ist die eine Art, wie wir eben Leberprobleme kriegen können, respektive eine Gelbsucht. Die zweite Art, an der Leber zu erkranken, ist ein Konflikt im Sinne von einer Verhungerung im archaischen Sinn. Verhungerung im archaischen Sinn. Ich werde hier ein bisschen mehr ausholen. Die normale Verhungerung ist ja tatsächlich, dass man nichts mehr zu essen hat, ja, dass nichts mehr reinkommt. Das sieht man gerne bei diesen Kindern aus Biafra oder jetzt Äthiopien wieder. Die haben alle diese geschwollenen Bäuche. Und bei diesen Kindern ist es tatsächlich so, dass die noch eine Verhungerung im archaischen Sinne haben. Ja, die sehen, die Mütter haben keine Milch mehr in der Brust, alles spricht davon, dass es nichts mehr zu essen hat. Und so können die, wenn sie eben diesen Verhungerungskonflikt haben, eine vergrößerte Leber machen. Eine vergrößerte Leber ist besser imstand, den verbleibenden Nahrungsrest, den wir im Bauch haben, besser zu verdauen. Und das kann uns erlauben, noch etwas länger, noch etwas besser zu überleben. Ja, sei es nur für ein paar Tage. Aber das ist die Reaktion des Organismus auf einen Verhungerungskonflikt. In unserer westlichen Welt gibt es auch solche Leberkrebse. Und so wie ich das vorhin gesagt habe, wenn jemand mit einem Dickdarmkrebs diagnostiziert wird und diese Person denkt sich im tiefsten Innern, dann ist er das verstopft, dann verhungere ich, dann wird es automatisch zu einer Vergrößerung der Leber kommen, also zu Leberkrebs, und dann heißt das in der Schulmedizin, das sei eine Metastase. Ist es aber nicht, sondern es ist ein neuer Konflikt, weil die Leber bei Verhungerungskonflikt immer mit Schwellung reagiert. Es gibt natürlich noch andere Gründe, warum der Bauch schwellen kann, aber der Leberkrebs ist ein Grund. Jetzt, in unserer westlichen Welt kann man auch einen Leberkrebs dieser Art sich einhandeln, obwohl es meistens genügend Reis oder Kartoffeln oder was weiß ich alles gibt. Aber ich habe da einen Fall von einer Frau, die war Ehefrau eines wohlhabenden Architekten. Sie lebte in einem wunderschönen Haus, sie hatten vier Kinder und plötzlich verstarb der Mann an einem Unfall. War tot und sehr, sehr schlecht versichert, total überschuldet. Also die Frau musste das Haus verkaufen, hatte überhaupt kein Erspartes mehr, nachdem alles vorbei war. Und da stand sie nun mit ihren Kindern quasi nicht auf der Straße, aber sie kam in eine ganz kleine Wohnung und ihre Ambition war es, eben ihre Kinder ohne fremde Hilfe durchzubringen. Und sie verweigerte sich, Sozialhilfe zu holen, aber jedes Mal, wenn ein Kind in die Ferien ging und ein paar Skischuhe brauchte, dann hatte sie kein Geld dazu. Und ihre Obsession war es, immer genügend Geld für den Hauszins zu haben. Und sobald ihr Konto unter diesen Stand fiel, entwickelte sie automatisch einen Verhungerungskonflikt im übertragenen Sinne und die Leber fing an zu schwellen und zu schwellen. Diese Frau hat dann sich den Leberkrebs ein paar Mal operieren lassen. Das ist etwas, das wir noch akzeptieren können. Wenn man den Konflikt nicht lösen kann, muss man eben schon darauf bedacht sein, dass die Organe nicht alle zerdrückt werden. Ja, da muss man irgendwas machen. Aber sie hat nachher versucht, ihr Leben zu verändern, hat noch zweimal geheiratet, einmal mit einem Spieler, da war sie natürlich voll wieder auf der Schiene. Jedes Mal, wenn der nicht nach Hause kam, war Taxichauffeur, aber der spielte auch. Wenn er nicht zur Zeit zu Hause war, dachte sie, ja, der ist wieder am Spielen, der verliert wieder das ganze Geld und die Leber schwoll wieder an. Der hat sich dann scheiden lassen und sie hat nochmals geheiratet,
und der war Alkoholiker. Sie kam einfach nicht mehr aus ihrem Konflikt heraus und die Leber schwoll und schwoll und schwoll und schwoll. Ja? So, wir haben also bei dieser Art von Leberkrebs, bei dieser Verhungerung im archaischen Sinne immer eine Zellvermehrung. Der biologische Sinn ist eben, mehr Verdauungssäfte zu produzieren und die Nahrung besser zu verwerten. Das ist logisch, das macht die Natur, das sehen wir auch hier. Das ist übrigens biologisch. Alle Menschen, die einen Verhungerungskonflikt haben, werden diese Krankheit entwickeln. Alle Menschen, die einen Revierärger haben, werden auch diese Krankheit entwickeln. Wissen Sie warum? Sie werden alle mit mir einverstanden sein, dass wir Eltern haben. Ja, einen Vater und eine Mutter. Das ist ein biologisches Gesetz. Wenn ich sage, nein, ich habe nur einen Vater, dann werden Sie vielleicht denken, ja, der Baumann, der hat wahrscheinlich seine Mutter nie gekannt. Nein, ich habe keine Mutter. Ich bin plötzlich einfach so da gewesen. Dann würden Sie sagen, ja, der spinnt, da hätten Sie auch recht. Wir haben alle einen Vater und eine Mutter. Die haben auch wieder einen Vater und eine Mutter. Sind Sie einverstanden damit, oder? Das macht bereits 4. Und wenn wir auf 35 Generationen zurückgehen, das macht knapp gut 500 Jahre zurück, bei 35 Generationen haben wir 32 Milliarden Vorfahren. 32 Milliarden. Sie dürfen es gerne in einer ruhigen Minute mal nachprüfen, ob das stimmt. Es sind also 16 Milliarden Frauen und 16 Milliarden Männer. Und von diesen Vorfahren haben wir unser genetisches und Instinktprogramm. Und wir funktionieren nur nach diesem Programm. Es gibt kein Leben ohne Information. Und diese Information haben wir von unseren Vorfahren. Deshalb werden wir alle, wenn wir einen entsprechenden Konflikt haben, die entsprechende Krankheit entwickeln. Ist das logisch? Die zweite Phase von unserem Verhungerungskonflikt, wenn der mal gelöst ist, findet statt unter Schweiß, ja, starkem Schwitzen. Und die zu viel aufgebauten Zellen hier, die werden wieder abgebaut. Man spricht dann meistens von einer Schrumpfniere, hat aber mit der Schrumpfniere nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Person gewesen, die immer wieder einen Verhungerungskonflikt gehabt hat, ja, hin und her. Übrigens ist es typisch für Alkoholiker, solche Erkrankungen zu entwickeln. Der Alkoholiker, der kriegt keinen Leberkrebs, weil er Alkohol trinkt, sondern weil man ihm immer wegnehmen will. Er kommt nicht mehr an den Stoff heran, er verhungert quasi. Und deshalb wird er, wenn er einfach keinen Alkohol mehr kriegt, eine vergrößerte Leber machen. Ja, abgesehen vom Beschaffungsstress, die auch die Drogenabhängigen haben. Ja, die Drogenabhängigen, die haben ja dauernd Revierärger, da kommt wieder die Polizei, da dürfen sie nicht hier nicht ihrem Drogenwesen nachgehen, dann haben sie Ärger mit den Eltern, dann haben sie wieder Streit um Geld. Übrigens gibt es sehr, sehr gerne diesen Typ von Lebererkrankung bei Streit um Geld. Ja, wenn wir uns um Geld streiten. Streit um Geld führt gerne zu Leberveränderungen in den Lebergängen, also zur Hepatitis und zur Gelbsucht. Ein Konflikt, der sehr nahe steht, diesem Revierärgerkonflikt, ist zum Beispiel auch Streit in der Familie, Kampf um den Brocken. Das gibt immer Bauchspeicheldrüsenkrebs. Kampf um den Brocken, Streit in der Familie. Aber die Bedingung ist, dass das DHS immer erfüllt ist. Es muss also immer ein allerschwerster, hochakut dramatischer und isolativer Konfliktereignisschock sein. Sonst ist es nicht möglich, da zu erkranken. So, das sind jetzt ein paar Beispiele gewesen. Ich weiß, ich habe noch wie viel Zeit noch? Ein paar Minuten noch.
Noch ein paar Minuten, weil ich möchte noch, es gäbe natürlich noch tausend wichtige Dinge zu erklären. Ich kann hier wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig von dieser faszinierenden germanischen Neumedizin aufzeigen. Aber ein Punkt ist noch wichtig, den möchte ich Ihnen gleich noch zeigen. Also hier haben wir diesen Leberkrebs, den sehen wir auch im Bild, ja, den können wir also fotografieren. Das ist dieser Leberkrebs, der eben operiert wurde, ja, ein paar Mal operiert wurde. Und hier haben wir einen sogenannten Hamerschen Herd. Und aufgrund dieser Bilder, wir brauchen nur die Bilder zu sehen, wenn wir sehen, aha, da ist in der Leber sowas, also die hat einen Verhungerungskonflikt gehabt, diese Person. Das können wir peng sagen und die meisten Leute, die schauen uns dann mit großen Augen an und wissen, ah, Mensch, ja, das stimmt ja, das habe ich ja gehabt. Gut, so, jetzt ganz, ganz wichtig für alle zukünftigen Patienten, die wir ja alle sind, ja, wir müssen geduldig sein. Wir müssen Geduld haben, weil in den allermeisten Fällen befinden wir uns bereits in der Heilung. Nochmals, wenn wir uns krank fühlen, dann sind wir in den allermeisten Fällen bereits in der Heilung, in der zweiten Phase. Also dann, wenn es am schlimmsten aussieht, wenn wir zum Arzt gehen, dann sind wir bereits in der Reparatur. Und diese Reparatur macht der Körper selbst aufgrund dieses Programms, das wir von allen unseren Vorfahren eben haben. Ja? Und wenn wir dann zum Arzt rennen und er gibt uns noch eine Pille, dann heißt es, ja, das sei die Pille, die uns jetzt gesund gemacht hat. Dabei hätte der Körper ja das von sich aus ganz alleine gemacht. Ja? Drum ist der Aspekt des Geduldigseins sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen keine Angst und Panik machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von unserer Katze Gino. Gino ist ein schwarz-weißer Kater. Sie sehen, er hat etwas ganz wenig hier an den Augen. Das ist eine ältere Foto, etwa 3-4 Jahre alt. Und wir wussten, dass er von einer Familie kam, wo die Geschwister entweder überfahren oder vergiftet wurden. Er war der Letzte. Und diese Familie zog gerade um und wussten nicht, wohin sie mit dem Gino hingehen sollten. Da haben wir ihn übernommen. Und da hat er zum ersten Mal sicher einen Trennungskonflikt, einen visuellen Trennungskonflikt mit seiner Familie oder mit seiner Herde erlitten. Also, er ist zu uns gekommen und da hatte er ganz, ganz leicht hier an den Augen immer ganz wenig Eiter. Das deutet darauf hin, dass er nicht gesehen wird und dass er getrennt ist, ja, visuell getrennt. Und hier haben wir Gino vor ungefähr, ja, 6 Monaten. Es kam leider so, dass meine Frau und ich sehr, sehr oft abwesend waren, praktisch nie zu Hause, kamen meistens um 2 Uhr, 3 Uhr nach Hause. Wir waren in Spanien, überall, ja, Frankreich, und wir wussten, wir fehlen ihm. Er hat zwar noch einen Kollegen, aber dieser Kollege beachtet ihn überhaupt nicht. Ja, der Kollege ist der Chef und er ist eigentlich der Zweitwolf, wenn man so will. Aber er fühlte sich einfach von uns getrennt und übersehen. Wenn wir zu Hause waren, hatten wir gar keine richtige Zeit für ihn. Und als wir dann das so sahen, haben wir uns entschieden, gut, Gino kommt jetzt mit uns ins Bett, immer ins Bett, weil der Konflikt eben ein Konflikt des Nicht-Gesehen-Werdens ist, ja, ein Konflikt des Übersehen-Werdens ist. Das wussten wir. Das sind die Ausführungsgänge, die Tränenausführungsgänge, die in der Heilung so anschwellen. Ja. Und wir haben ihn dann ins Bett genommen. Sehen Sie das mal an, ist das nicht eindrücklich? Ja, riesig. Hier sind es einerseits die Tränendrüsenausgänge, aber auch die Tränendrüsen selbst. Also wir haben quasi beide Zellformationen, die hier tätig sind. Ja, die sind aktiv hier. Und es sieht aus wie ein Tumor, ist aber hauptsächlich
ein großhirngesteuerter Tränenausführungsgangstumor. Deshalb steht das Auge so auch raus. Wir sind da mit Gino zum Veterinär, respektive zu einer Veterinärin gegangen. Nicht, weil wir irgendwie was machen lassen wollten, sondern wir wollten einfach einen Kragen vor ihm, dass er sich nicht mehr im Auge kratzte. Weil am Morgen kratzte er sich immer, als wir aufwachten, dann hatten wir das Bett voll Blut und ja, es war nicht gerade sehr angenehm, aber wir wussten, da passiert überhaupt nichts. Der ist in der Heilung, zumal, Sie sehen es hier am anderen Auge, auch Eiter ist. Eiter ist ja immer die zweite Phase, die Abbauphase von einem adenoiden Tumor. Ja, der Eiter wird abgebaut. Und wir haben ihn also ins Bett genommen, wir haben ihn geknuddelt, wir haben ihn speziell behandelt beim Essen und so weiter. Und siehe da, hier sieht es doch schon viel besser aus und hier noch besser. Und so sieht es, oder so sah es vor etwa, wenn ich mich nicht täusche, etwa 6 Wochen aus. Sie sehen immer noch Eiter, der fließt, aber der Tumor ist praktisch weg. Heute geht es Gino wieder gut und wir werden uns natürlich Mühe geben, ihn weiterhin im Bett zu behalten. Ja, also immer, er darf nicht mehr auf die Schiene auflaufen. Ja. Auch ist es so, dass wenn wir jetzt plötzlich verschwinden würden, dass er das gleiche Programm wieder einschalten würde. Das ist einfach so, weil wir können nur aufgrund der Information funktionieren, die in uns drin ist. Ja, ich habe Ihnen auch gesagt, dass wir eben rechnen können. Wir können jetzt rechnen mit der neuen Medizin. Wir sind nicht mehr im luftleeren Raum. Fragen Sie mal Ihren Arzt, ja, was ist die Ursache für meinen Hörsturz? Oder was ist die Ursache für meinen Hautausschlag hier? Was ist die Ursache? Sie werden keine Antwort kriegen. Keine wissenschaftliche. Übrigens, wissen Sie, was Psoriasis für eine Ursache hat? Psoriasis, wenn ich die Psoriasis hier am rechten Arm außen habe, wenn das also entzündet ist, schuppig und entzündet, das ist immer ein Abgrenzungskonflikt von einem Partner. Lass mich in Ruhe, hau ab, geh weg. Hingegen, wenn ich es hier drin in der Armbeuge habe, dann bedeutet das, nein, geh weg, geh nicht weg, bleib bei mir, komm, ich brauche dich, ich hab dich lieb. Ja, gibt es Leute, die das erkennen hier drin? Ja, wahrscheinlich schon. Und auf der anderen Seite ist es eben gegenüber der Mutter, wenn ich die Mutter wegschieben will, lass mich in Ruhe, oder die eigenen Kinder. Ja. Die Händigkeit ist immer für den Partner. Also wenn ich rechtshändig klatsche, ist die rechte Seite für den Partner und wenn ich linkshändig klatsche, ist die linke Seite für den Partner. Und die gegenüberliegende für die eigenen Kinder und die eigene Mutter. Ja, also bei Gino habe ich natürlich keine histologische Untersuchung gemacht, sondern ich wusste einfach, aha, was ich sehe, er hat einen Tumor. Die Ärztin, die Veterinärin hat gesagt, ju, das sieht schlecht aus und so. Und die Nachbarn, ja, da musst du doch etwas machen. Die musst du einschläfen, ist vielleicht Katzenaids. Etc. Also wir haben alles Mögliche gehört, aber wir waren natürlich völlig, völlig ruhig, weil wir genau wissen, was in dieser Katze abgeht. Ja? Wir haben sie also ins Bett genommen und ich wusste, aha, es ist stammherrngesteuert wegen dem Eiter. Ja? Der Eiter ist ja althirngesteuert und das baut sich in der zweiten Phase wieder ab. Jaha, okay, in der ersten Phase wächst es ja, dann drückt es hinaus. Und in der zweiten Phase, also nach der Konfliktolyse, haben wir eitrige Tränen, Pilze und Pilzbakterien. Und wenn es jetzt ektodermal wäre, wie gesagt, ich habe keine histologische Untersuchung gemacht, dann wäre der Gino ja mit seinem ausgestülpten Lid bereits in der Heilphase. Also ich wusste einfach mit meiner Frau, wir behalten ihn weiterhin im Bett, so sind wir sicher, dass er wieder gesund wird. Es ist natürlich so, dass ein Sonderprogramm, so nennen wir das in der neuen Medizin, also nicht mehr Krankheit, sondern Sonderprogramm, dass es eben
nie aufhören kann. Die Gefühle kann man ja nicht einfach abstellen und sagen, so, das macht mir jetzt nichts mehr. Dem Gino wird es jedes Mal wieder etwas ausmachen, wenn wir weg sind. Und dann wird das Programm wieder einsetzen, er wird wieder Wachstum haben und dann wieder abbauen. Und wenn das hin und her geht, immer hin und her und hin und her, dann werden wir am Schluss eine Mukoviszidose haben. Das heißt, diese eitrigen Zellen, die werden zusammengedrückt, die werden wie zu einem Zapfen zusammengepresst und dann bleibt das im Auge und dann wird er weniger Tränen haben, also wird keinen Tränenfluss oder viel weniger Tränenfluss haben. So, noch genügend Zeit? Nein. Wir könnten jetzt noch stundenlang anfangen, jetzt würde es eigentlich erst interessant werden. Ich hoffe trotzdem, dass Sie einiges mitbekommen haben. Ich werde jetzt noch ein paar Zeilen weitergehen. Ich muss leider das Programm einfach nach vorne schieben, weil ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen das Geheimnis bestmögliche Gesundheit noch gebe. Ja? Oder wollen Sie das nicht hören? Möchten Sie es hören? Sind Sie wirklich daran interessiert? Gut. Woran liegt das Geheimnis bestmögliche Gesundheit? Auch diese neue Medizin, diese Regeln, wenn man sie ihnen einmal erklärt hat, dann wissen sie, ja, das kann ja gar nicht anders sein, das muss so sein. Das wussten sie ja eigentlich schon alles, was ich ihnen gesagt habe. Und auch das werden sie wahrscheinlich wissen. Hufeland war der Hausarzt Goethes und der hat gesagt, Seelenruhe, Heiterkeit und Zufriedenheit sind die Grundlagen alles Glücks, aller Gesundheit und des langen Lebens. Wenn es Ihnen also gelingt, in Harmonie mit sich selbst und mit Ihrem Umfeld zu leben, wenn Ihnen das gelingt, und da fordere ich Sie auf, setzen Sie alles dran, das erfüllen zu können, dann werden Sie gesund in hohem Alter plötzlich sterben. Das ist das, was ich Ihnen wünsche, was ich uns allen wünsche und möchte enden mit zwei Aussagen von Max Planck. Der sagte, jede neue Erkenntnis muss zwei Hürden überwinden. Das Vorurteil der Fachleute und die Beharrlichkeit eingeschliffener Denkweisen. Ja? Und leider ist es so, dass wir wahrscheinlich noch 50 Jahre brauchen werden, bis diese fünf Naturgesetze der germanischen neuen Medizin durch sind. Und wir können eigentlich nichts anderes machen, als dieses Wissen an die nächste Generation weiterzugeben, so dass diese Generationen, die nach uns kommen, eben dann auch von dieser germanischen neuen Medizin profitieren können. Wenn Sie irgendwelche Literatur haben möchten, dann können Sie sich am Stand ganz hinten an der Türe, wo dieses große Plakat hängt, richten. Wir haben Literatur, wir haben auch eine Schule, wo diese fünf Naturgesetze in einem Ausbildungszyklus weitergegeben werden. Und wenn Sie etwas Ähnliches wie jetzt heute hören möchten, weil das war völlig frei, dann haben wir auf heute ein Videofilm zusammengestellt mit diesen fünf Naturgesetzen, auch mit Bildern und allem zusammen, ist natürlich noch viel ausführlicher als das, was ich hier heute habe ausdrücken können. Können Sie das auch da hinten kaufen? Ist das ein Video? Germanische neue Medizin. Ich kann Ihnen eigentlich jedem empfehlen, nicht weil ich da drauf bin, sondern eben wegen dem Inhalt. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Geduld, für Ihr Wohlwollen recht herzlich bedanken und möchte das Wort wieder dem Herrn Sasek übergeben. Vielen Dank und alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Herr Baumann. Das ist ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert, sehr eindrücklich. Und wenn ich es mal einfach mit der biblischen Sichtweise vergleiche, hat es eine sehr große Ähnlichkeit zu dem, was man dort findet, einfach das in Ordnung bringen. Aber das heißt jetzt ja konkret, dass die neue germanische Medizin nicht viel kosten kann, wenn man sie begriffen hat. Ist das richtig so? Nein, also jeder, der die germanische neue Medizin einmal begriffen hat,
der wird ein ganz wichtiges Prinzip haben, nämlich nie zum Arzt. Nie Aha. zum Arzt. Nie, nie, unter keinen Umständen. Oha, aha. Aber dann verhungern ja die ganzen Pharmaindustrien. Ja, also da sprechen Sie jetzt etwas an, das sehr, sehr heiß ist. Wir wissen ja, dass das Gesundheitswesen 5 bis 7 Mal mehr Umsatz macht als der gesamte internationale Waffenhandel. Ja? 5 bis 7 Mal mehr als der gesamte internationale Waffenhandel. Das sind die Umsätze unseres Gesundheitswesens. Und das ist natürlich unwahrscheinlich. Und es wird auch so sein, dass die Krankenkassenprämien weiterhin steigen werden. Und die können aber nur steigen, solange wir eben Angst haben, Angst und Panik haben, krank zu werden. Aber die Krankheit ist nur ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, uns zu helfen, einen gewissen Konflikt zu überwinden. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen rüberbringen können. Also mir leuchtet jetzt vor allem etwas auf. Ich kann jetzt besser verstehen, warum ein Mann wie Dr. Hamer, der jetzt in tausenden Fällen Krebsheilung, wir reden hier von akutesten Krebsheilungen, bewiesen hat, dokumentiert hat, warum so ein Mann über 24 oder noch mehr Jahre verdammt, verbannt und ins Exil getrieben wird, weil das sind ja hochschwere Milliardenverluste, die dahinter stecken. Das leuchtet mir jetzt ein bisschen hoch. Jetzt gebe ich jetzt einfach mal ein persönliches Zeugnis von dem, was ich hier höre. Können Sie nochmal einfach zusammenfassend die 5 Gesetze nochmal einfach nur stichwortartig beim Namen nennen? Sehr gut, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das nochmals von mir gerne hören möchten. Also das erste Naturgesetz ist das DHS, dieses Dirk-Hamer-Syndrom. Dr. Hamer hat dieses Syndrom nach seinem Sohn benannt. Und das Dirk-Hamer-Syndrom lautet, jede Erkrankung entsteht mit einem allerschwersten, hochakut dramatischen und isolativen Konfliktereignis, Schock, der das Individuum völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Also diese Kriterien müssen beisammen sein, sonst funktioniert es nicht. Wenn ich mit jemandem darüber sprechen kann und den Konflikt lösen kann, dann passiert überhaupt nichts. Ja, das ist das erste Naturgesetz. Das ist eigentlich der Eckstein der gesamten Medizin in der Zukunft. Ohne Kenntnisse dieses DHS kann man überhaupt nicht therapieren. Zweitens, jede Erkrankung läuft durch 2 Phasen. Also die Schulmedizin kennt ja keinen einzigen Auslöser, auch nur für eine einzige Erkrankung. Ja, haben wir schon erwähnt. Zweitens weiß sie nicht, dass jede Erkrankung immer durch 2 ganz klar definierte Phasen hindurchgeht. Durch eine kalte, die mit Zwangsdenken belegt ist, Gewichtsabnahme, schlecht schlafen natürlich auch, weil der Konflikt einem die ganze Zeit im Kopf rumdreht. Und die 2. Phase ist dann die heiße Phase, das ist die Reparaturphase. Und wenn jemand schon in der Reparaturphase drin ist, dann muss man ja nicht nochmals Pillen da reinwerfen oder eine Chemotherapie machen oder das Hirn bestrahlen. Das ist einfach widersinnig. Das belastet den Körper nur noch zusätzlich. Ja, das ist das 2. Gesetz, also die Zweiphasigkeit. Das 3. Naturgesetz besagt, dass jede Erkrankung vom Hirn aus gesteuert wird. Jedes Organ, ja, jede einzelne Zelle hat ein ganz bestimmtes Relais im Hirn. Und Dr. Hamer hat uns diese Landkarte, diese Hirnlandkarte erstellt. Wenn wir also in einem Hirncomputertomogramm einen sogenannten Hamerschen Herd, also dieses Ödem oder diese Flüssigkeitsansammlung entdecken, dann wissen wir genau, um welches Organ das es sich handelt und automatisch auch um welchen Konflikt. Ja? Und dann können wir überprüfen, ja, der Konflikt, ist er gelöst oder läuft er noch? Wenn er noch läuft, muss man alles daran setzen, den zu lösen. Und wenn er eben gelöst ist, muss man nur schauen, dass er nicht nochmals auf den gleichen Konflikt aufläuft. Ja, dass man ihn vor Rezidiven und vom gleichen Konflikt eben schützt. Und das 4. Naturgesetz, da habe ich gar nichts darüber sagen können, ist einfach, dass die sogenannten Mikroben nicht unsere Heilungszerstörer oder unsere Gegner sind, sondern sie sind unsere Heilungsoptimierer. Immer wenn wir Mikroben, Bakterien haben, dann sind wir in der Heilung. Der Körper ist zwar momentan überlastet mit der Arbeit, mit der Ausscheidung, deshalb schwellen dann eben auch die Lymphen an, aber wenn man
genug trinkt und wenn man eine nicht allzu große Konfliktmasse aufgebaut hat, dann meistert man das ohne Probleme. Diese Mechanismen sind von unseren Vorfahren, bitte bei 35 Generationen, 32 Milliarden Mal getestet worden. Und dieses Programm haben wir uns drin. Und da werden Sie sicher mit mir einig gehen, dass das wirklich ein gut überprüftes Programm ist. Wenn die Konfliktmasse zu groß ist, ja, dann stirbt man. Es gibt auch Fälle, wo die entsprechenden Patienten gar nicht mehr leben wollen. Die wollen jetzt gehen, die haben genug von diesem Leben. Gut. Und wichtiger Punkt bei diesen Mikroben, da bitte ich Sie, das auch noch nachzuschauen, wenn Sie Interesse haben dafür. Es gibt keine krankmachenden Viren. Das ist auch eine allgemeine Lüge. Es wird immer wieder behauptet, dass es AIDS-Viren gibt, dass es Mumpfviren, Rötelnviren und so weiter. Aber es ist bis zum heutigen Tage von keinem einzigen Forscher weltweit auch nur ein einziges krankmachendes Virus entdeckt worden. Bitte, glauben Sie mir nichts, ich habe das am Anfang gesagt, überprüfen Sie es. Ich habe in Irland einen Teilnehmer an einem Seminar gehabt, das war glaube ich ein 6-Tages-Seminar oder 9-Tages-Seminar, ich weiß es nicht mehr. Der hat mir auch nicht geglaubt und hat gesagt, ja, aber Viren gibt es doch. Und da habe ich ihn herausgefordert und habe ich gesagt, ja schau mal, James, sein Buch ist übrigens da hinten erhältlich. Ich behaupte nicht, dass es Viren gibt. Es soll doch derjenige, der sagt, dass es Viren gibt, das beweisen. Verstehen Sie das? Wenn ich sage, es gibt fliegende Parkplätze, die Autos zerquetschen, ja, dann muss ich das beweisen. Ja, dann muss ich das beweisen. Und er hat das tatsächlich gemacht. Er hat über 80 Bücher zu Viren gelesen, hat sich bei den Gesundheitsbehörden schlau gemacht und siehe da, er hat nie einen einzigen Beweis, auch nur eines einzigen Virus erhalten. Es gibt keine krankmachenden Viren. Das ist ein Riesenschock. Es gibt keine krankmachenden Viren. Guter Schock. Gut, und das fünfte Gesetz. Ja, genau, das wollte ich hören. Genau. Ja, man verliert sich dann halt eben, wenn es lockerer wird. Das ist gut. Das fünfte Gesetz lautet, dass jede Erkrankung ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Natur ist, gemacht fürs Überleben im Interesse des Ganzen. Ja? Also die Krankheit ist ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, gemacht fürs Überleben im Interesse des Ganzen. Alle diese Erklärungen finden Sie, wenn Sie wollen, in diesem Video. Das waren diese fünf Naturgesetze. Ja, dann geht es also im Schnellzugtempo. Natürlich könnte ich 10 Tage darüber sprechen. Aber das wird sehr gut. Und dann hat Dr. Hammer einen Fahrplan gemacht. Ist das für Laien oder ist das für... Ja. Kann man den verstehen, wenn man absolut. Den verwirrt? Jawohl. Also, es ist natürlich so, besser ist, wenn man noch gewisse Erklärungen zu dieser wissenschaftlichen Tabelle kriegt. Aber Dr. Hammer hat eine wissenschaftliche Tabelle kreiert mit sämtlichen Erkrankungen, also Organerkrankungen, natürlich auch zu den Psychosen, aber die sind nicht auf dieser Tabelle da. Und da sieht man für jedes Organ, also zum Beispiel jetzt, wenn wir die Lunge nehmen, ja, die Lunge, also nicht die Bronchien, die Lunge, wenn Sie unter Lungenkrebs nachschauen, haben Sie unten ein Verzeichnis, schauen Lungenkrebs, dann sehen Sie da G13. G bedeutet gelb und 13 ist die Linie 13. Dann kommen Sie dahin, dann haben Sie dort Lungenkrebs zuerst. Und in der zweiten Spalte haben Sie den Auslöser. Und bei Lungenkrebs, also beim normalen Lungenkrebs, nicht Bronchialkrebs, bitte. Nicht Bronchialkrebs, aber beim normalen Lungenkrebs ist es immer eine Todesangst. Eine Todesangst. Todesangst führt zu Lungenkrebs. Ja, Todesangst führt zu Lungenkrebs. Darum ist es meistens auch eine sogenannte Metastase nach einer Pessimaldiagnose, wenn man die gekriegt hat und man denkt, ich muss jetzt sterben, dann entwickelt man diesen Lungenkrebs. Also die Ärzte sind in dieser Beziehung die größten Krankheitsverursacher. Und auf der dritten Zeile finden Sie dann, wo sich der Hammersche Herd im Hirn befindet und in der vierten Zeile, was
geschieht in der aktiven Phase und in der fünften Zeile, was geschieht in der Reparaturphase. Es ist eine sehr, sehr gut verfasste Tabelle, müsste eigentlich in jeder Praxis hängen, nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei Heilpraktikern. Die Heilpraktiker sind im Kommen, die kaufen immer mehr und mehr, sind auch immer besser und besser ausgerüstet und das freut uns natürlich sehr. Herzlichen Dank, Herr Baumann, das war sehr, sehr hervorragend. Herr Sasek, nochmals vielen Dank. Dankeschön. Guten Appetit. Ja. Ich habe jetzt, wenn ich da vorne stehe, einen gewissen Vorteil euch gegenüber. Herr Baumann, ich bestelle mir schon mal so einen Plan dort. Sonst ist er weg, bis ich da hinten bin. Aber mein Anliegen ist eigentlich persönlich, was ich jetzt selber mitnehme, ich möchte ihm einfach Ausdruck geben, es hat mich sehr ermutigt, Konflikte zu lösen. Mich sehr ermutigt, mehr als diesen Plan zu holen, Konflikte zu lösen. Und ich bin auch sicher, dass wir alle mit diesen Erkenntnissen sorgsam umgehen. Wir wissen eben, was er am Schluss gesagt hat, gewisse Dinge brauchen 50 Jahre, bis sie draußen sind. Ich betone nochmal, die AZK ist nicht dazu da, um jetzt Aufforderungen zu machen, irgendwelche Dinge. Also sie ist nicht dazu da, zu sagen, so jetzt alle die Ärzte verlassen, alle die Medikamente wegwerfen. Das ist nicht der Sinn der AZK. Sinn der AZK ist nur, informiert werden über Dinge, die einfach kategorisch verschwiegen werden. Und das jetzt in diesem Fall wieder über viele Jahrzehnte hinweg. Das prüfend im Auge behalten, damit experimentieren. Das ist wohl erlaubt für uns als Souverän. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und wir werden das zusammen, die wir zusammenarbeiten, noch genauer studieren und darauf eingehen. Applaus